Der 1. August, der Schweizer Nationalfeiertag, wird natürlich nicht nur in der Schweiz gefeiert, sondern auch im Ausland. Denken wir nur an die vielen Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer. Bei mir jetzt der Parteipräsident von der SVP, der Toni Brunner. Hat die SVP im Ausland eigentlich auch Mitglieder? Ja, die SVP ist im Ausland sehr stark organisiert. Das ist die SVP International. Wir haben verschiedene Sektionen auf allen Kontinenten dieser Welt und haben sehr starke Leute, die sich auch engagieren innerhalb der SVP Schweiz, die verstreut sind auf der ganzen Welt. Die Schweizerinnen und Schweizer im Ausland, die verfolgen natürlich sehr genau, was in der Schweiz läuft, auch politisch. Was ist für sie im Moment ganz zentral im Fokus? Ja, die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer können sich ja an der Abstimmung und Wahlen beteiligen. Und am 27. September haben wir eine ganz wichtige Abstimmung hier bei uns in der Schweiz. Da geht es um eine Mehrwertsteuererhöhung auf 8% zugunsten von der IV. Jetzt, wenn man das so hört, könnte man ja noch zur Idee kommen, ja, da muss man ja stimmen, es ist ja für einen guten Zweck. Aber das Problem ist nicht gelöst. Die Sanierung von der IV muss grundlegender Natur angegangen werden. Das ist ein strukturelles Problem. Und der Missbrauch, der in diesem IV-Werk jetzt noch vorhanden ist, muss zuerst ausgemerzt werden, bevor man über Finanzierungsfragen reden kann. Sie haben Ihr 1. August-Rede gesagt, Schweizerinnen und Schweizer, natürlich auch die im Ausland, sollen sich wehren. Ja, gibt es denn nichts mehr zum Feiern in der Schweiz heute am 1. August? Doch, die schweizerischen Errungenschaften, die Direktdemokratie, der Föderalismus, die Unabhängigkeit, auch die Neutralität, das sind Errungenschaften, die lohnt sich zu feiern, aber wir müssen auch Sorge tragen. Und die Schweizerinnen und Schweizer müssen sich anfangen wehren, weil zunehmend vor allem die Direktdemokratie, aber auch die Souveränität von unserem Land, aber auch von den Bürgerinnen und Bürgern sind zunehmend in Gefahr. Und weil der Staat da will zu stark eingreifen, muss die SVP da Gegensteuer geben. Also können wir trotz allem einen schönen 1. August wünschen? Absolut. Ich wünsche auch allen SVP-Mitgliedern im Ausland, der SVP International, all unseren Mitgliedern und denen, die jetzt diesen Beitrag schauen, ganz einen schönen 1. August. Geniessen ihn, feiern ihn. Wir machen es für unsere Heimat, aber wir müssen dieser Heimat Sorge tragen. Und darum brauchen wir auch Ihren Einsatz für die SVP in Zukunft. Danke vielmals.